Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, oh, wahrscheinlich, dass ihr alle da seid. Wenn Gott die berufen hat, mein Bruder, meine Schwester, dann wirst du wahrscheinlich in deinem Leben die große Enttäuschung haben, dass deine beste Freunde, die beste Christen, die beste Prediger, die nicht verstanden wurden. Dort, was da spreit sich, ob ein, man wie menschlich denkt, ich würde sagen, die Menschen, die auch Christen sind, die würden dort doch verstanden. Oder meine Familie, die würde mich doch verstanden. Weißt du, warum die nicht verstanden können? Willst du nicht die Beraubung haben, die du hast? Jesus hat eine Beraubung für uns Menschen, um Christ zu sterben. In der Apostel, der hatte nicht diese Beraubung. Sie wäre von Jesus geraubt worden, um am Notfall in am Menschen zu fischen. Und als es erst ganz drauf ankommt, dann können sie am nicht verstehen. Sie wäre seine beste Freund, ein abrechte Freund, aber sie können am nicht verstehen. Markus Kapitel 14, Vers 40. Und das hat weh. Und manchmal schleife ich dann, die Menschen sind schlecht zu uns. Oder wir geben die Beraubung ab. Willst der andere sagen, du bist ja nicht voll im Kopf. Wie lebst du, dass du nicht nur so ein besonderer Mensch bist, dass Gott dir geraubt hat? Was kriegt dir geraubt? Das sind doch die anderen Menschen, die Bibel schauen, die sind besser vorbereitet. Die können besser predigen als du, Walter. Die haben mehr Theologie studiert. Was lebst du, die ein Evangelist zu sein? Es geht nicht darum, was ich mich lebe. Es geht darum, ob Gott geraubt hat oder nicht. Wenn Gott geraubt hat, dann go, mein Bruder, meine Schwester, go, auch wenn China mit dir geht. Herr Jesus, halb uns dort zu unterscheiden. Wenn du uns geraubt hast, einfach zu gehen. Und halb uns auch der Weidung, der zu gehen, wenn kein Mensch mit uns geht. Wenn es steht, dass wir ganz allein gehen, dass wir weiter gehen, immer mit dir. Willst wir beten, die Nomen Jesus. Amen. Wart im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht wie die Nomen Jesu grötschriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.